Wird alles leiser. Oder ich bin einfach nur taub. Wo sind deine Mistfliegen? Ah! Weg! Ich hab sie. Gestern habe ich sie gefunden, durch Zufall. Als ich allein gespielt habe. Und da habe ich sie tatsächlich durch Zufall gefunden. Mistfliegen brauchen wir also nicht mehr. Zum Glück. So. Ich hatte jetzt auch. Warte mal. Den Druiden habe ich noch nicht großartig weitergelevelt. Also eigentlich gar nicht. Aua. Das. Das ist irgendwie. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist an meinem Kabel. Also wie jetzt, wo ich aufgehen muss, kommt F14. Oh, Entschuldigung, Hybrid. Es tut mir leid. Also am Druiden hat sie nichts geändert. Gut, Forstkämpfer-Ausrüstung auch nicht, aber beim Forstkämpfer bin ich jetzt 26. Aber ich bin schon mal ein bisschen weitergekommen. Kätzchen sitzt auf der Schulter. Ich hasse Kirschen mit ihren Kernen. Ich komme mir immer wie ein Depp vor, wenn ich die wieder ausspucke. Also die Kerne. Hier ist das Catman. Ja, das ist Catman. Was gab's denn dann? Bitte was? Ach ja, ich bin jetzt. Alles nicht, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß und dann hört sich. Man hört sich die Tage. Dann ist nicht mehr zu wild und schlaft dann schön. Na, ich werde bestimmt noch ein bisschen wach bleiben. Aber alles gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall. Ich denke mal, dass du arbeiten gehst, oder? Auf jeden Fall dir einen schönen Abend. Viel Spaß bei der Arbeit, denke ich mal. Dann bis die Tage. Vielleicht ja sogar bis morgen. Morgen streame ich ja auch wieder. Und da wirst du wahrscheinlich spätabends auch nicht bei F14 bei sein, deswegen. Mal gucken. Sonst würde ich nur hier bleiben. Also guckst einfach inkognito. Da ist wieder eine Samtpfote. Da ist eine Samtpfote. Da! Die laufen hier überall rum. Tatsache. Die laufen nicht überall rum, diese Samtpfoten. Naja, okay. Eier ist nicht online, ne? Nee. Was für eine Frage. Gaia guckt sowieso nicht mehr rein. Bis später. Vielleicht bin ich ja noch wach, wenn du ins Bett gehst. Ich weiß ja nicht, wie lange du Schicht hast. Das ist mein vorletzter Strohhalm. Wo habe ich meine ganzen Strohhalme gelassen? Ja. Gut, also, heute ist wieder Hauptquestzeit. Hauptstorytime. Die hier nicht in der Liste drin. Ach, ich weiß, warum sie nicht in der Liste drin ist. Weil wir ja andere Aktivitäten hatten. So. Ist das hier? Wo soll das denn sein? Ach, da unten. Okay. Ja, ich bin gespannt, wie weit wir es heute noch schaffen. Wobei ich nachher noch die Dailies machen muss. Ich weiß nicht, ob ihr dabei sein wollt, ob jemand mitlaufen möchte. Später. Da könnt ihr mir dann gerne schreiben, wenn wir später die Dailies machen.
diese täglichen Quests, also Inis, warte mal. Das ist, was war das? Stufensteigerung, Hauptszenario und Allianz Raid. Das sind die Dailies. Die halt dann immer noch extra Dinger bringen. Extra Vergütung oder wie auch immer. Die FF14 Pros können das besser erklären als ich. Meine Wenigkeit ist froh, wenn sie weiß, welche Quests davon die Dailies sind und welche nicht. Also eigentlich glaube ich sogar alles, aber das sind glaube ich die drei, die am meisten bringen. Am wichtigsten sind. Whatever. Auf jeden Fall muss ich die nachher noch machen. Aber jetzt ist erstmal. Das hier dran. Das komische Gastornesvieh hier. Hörchen. Bonus ist immer gut. Ich habe jetzt Level 70 doppelt EP, weil ich auf Zodiac angefangen habe. Ah, okay. Sehr geil. Stimmt, das hattest du ja mal erzählt. Da war ja was. Da war ja was. Aua. Da bist du ja wieder. Bist du unversehrt? Was ist geschehen? 15 Tage kostenlose Spielzeit. Ja gut, die Spielzeit ist bei mir schon lange, lange vorbei. Schon vor 2 Jahren. Da war das dann durch mit der kostenlosen Spielzeit. Ich bleche monatlich schon. Wobei das jetzt, glaube ich, der 2. Monat erst wieder ist. Also der 3. jetzt. In dem ich wieder mache. Der 3. Monat hintereinander. Ich habe ja im April angefangen. Stuhl. Könntest du dich jetzt bitte wieder richtig hindrehen? Danke. Oh. Ein Primae? Bismarck, der Herr der Wolken? Ja, ein Primae. Bismarck ist der legendäre weiße Wal des Wolkenmeeres. Haben die Wanu ihn also ihren Primae herbeigerufen? Ungeheuerlich. Ja, das tun alle zu dieser Zeit. Wir hatten doch gute Beziehung zu dem Wanu. Was hat nur diesen Sinneswandel ausgelöst? Vielleicht steckt sogar der Primae selbst dahinter. Ja, vielleicht hat er vom Geist der Wanu Besitz ergriffen. Wie mir unsere Freunde vom Bund der Morgenröte erklärten, können Primae die von ihnen Besessenen nach Belieben kontrollieren. Bla bla bla, das hat doch alles nichts mit mir zu tun. Lanyait, bist du denn nicht total aus dem Häuschen? Willst du ihn erschlagen oder darf ich? Ich kann dieses Geschwätz nicht mehr ertragen. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Erst jetzt wird mir klar, was ich dir mit ihm zugemutet habe. Wir müssen umgehend den Papst informieren. Ich werde seine Heiligkeit und die Tempelritter über die neue Bedrohung informieren. Ich danke euch. Hauchefort, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ich kann kein Französisch. Du kannst im Augenblick nichts für uns tun. Kehre du auch nach Ishgard zurück. Wie, und was ist mit mir? Macht euch keine Sorgen um mich. Ich werde mich von meinen Heldentaten ausruhen und ebenfalls nach Ishgard zurückkehren. Du weißt also, wohin du deine Liebesbriefe schicken kannst, Lani. Oh, yeah. Ein hoffnungsloser Fall. Kehren wir mit dem gleichen Luftschiff zurück? Es gibt viel zu besprechen. Ja, ne? Geil, oder? Das sieht geil aus. Also, ich bin überlevelt. Maßlos. Coertas, Ishgard. Teleportieren, bitte. Geh schneller. Was ist das denn für ein geiler Bogen? Ah. Ah.
Warum habe ich sowas Glitzerndes und Funkendes nicht? Mein Gott. Das ist unfair. Die Gilde der Maschinisten. Ja. Oh, die Musik hier ist schön. Bin ich jetzt blind? Ein zu weit gerannt. Da muss ich hin. Ich hätte dich harmonisiert, oder? Ja. Richtig harmonisiert. Nee. Das habe ich aber harmonisiert. Ah, da ist er. So, wo muss ich jetzt hin? Wiege der Astrologie. Düsteres Schauspiel. Ganz komme ich in dieser Stadt noch nicht klar. Aber es ist wunderschön hier. Ich glaube, diese Musik ist mega schön. So, warte. Ich würde gerne einmal hinein. Einmal abschließen. Oh, meine Wange. Aua, aua, aua. Was passiert ist? Mein Vater hat mir eine gedonnert. Das ist passiert. Er war außer sich vor Wut darüber, dass ich seinen Gast in Gefahr gebracht habe. Dabei warst du doch keine Sekunde in Gefahr. Du kannst doch auf dich selbst aufpassen. So wie ich keinen Kratzer habe... habe ich in Camp Wolkenwipfe abbekommen. Und jetzt sieh dir meine Wange an. Oh mein Gott. Was für ein Weicher, ey. Was für verzogene Bengel, ey. Was für verzogene Bengel. Und das ist nur einer von zwei. Da ist der andere. Der ist zu hochnäsig. Da, da, da.
Ich bin Arturil? Arturil? Erster Sohn des Grafen Forton. Und Erbe des Hauses Forton. Hauchefond hat von dir gesprochen. Das stets voll Respekt für deine Fähigkeiten. Ich fühle mich geehrt, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Anders ist es mit dem Durandar und Semael, mit denen wir in dieser Sache kooperieren müssen. Unausstehlich allesamt. Zwischen ihnen und dem Haus Forton kommt es immer wieder zu Unstimmigkeiten. Ach, vergessen wir dieses diplomatische Geschwätz. Unsere Familien sind erbitterte Rivalen und ich möchte keine Gelegenheit auslassen, ihnen eins auszuwischen. Hättest du uns die Kurie nicht aufgetragen, käme ich nie auf die Idee, mit den Durandar und Semael zusammenzuarbeiten. Wir haben uns dem Willen der Kurie zu beugen. Egal, ob es uns gefällt oder nicht. Die Aufgabe führt uns nach Falkenhorst, im westlichen Hochland. Keine leichte Reise. Lass uns zuerst zum Schokobo-Pfleger in den Fundamenten gehen. Ich werde dafür sorgen, dass er ein geeignetes Reittier für dich bereitstellt. Ich habe mehr als genug Reittiere. Danke. So, und was fällt mir mal wieder auf? Wo habe ich meine Cam? Nicht da, wo ich sie haben will. Da. Da muss sie hin. Und die Alarms sind richtig. Die Katzen kommen bitte wieder dahin. Dann wieder glücklich. Wie heißt der Ort, wo wir hin müssen? Ja, haben wir da schon unsere Fahrt hin? Kommen wir da hin? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Doch, kommen wir. Die Kribbelfahrtwerkstätten. Ah, nee, ich muss nach unten. Ja, genau dahin. Du bist die Abenteurerin und im Auftrag Arturis hier? Ah, ich habe bereits deinen schwarzen Flugschokobo für dich gesattelt. Ja, ein Flugschokobo. Sag bloß, du hast noch nie etwas davon gehört. Wie willst du denn sonst nach Falkenhorst kommen? Die Siedlung liegt nämlich auf der anderen Seite der großen Eiswand. Da kann man nicht so einfach darüber hinwegspazieren. Wenn du wirklich noch nie auf einem Flugschokobo gesessen hast, wirst du dich vielleicht erst einmal daran gewöhnen müssen. Ich kann nämlich ganz schön holprig zugehen. Aber einmal daran gewöhnt, ist es ein tolles Gefühl, auf deinem Schokobo über die Landschaft zu fliegen. Juhu, ich weiß, wie man fliegt. Da braucht er uns nun wirklich nicht bei helfen. Die siebte Katastrophe hatte das westliche Hochland von Kurtas in eine Welt aus Schnee und Eis verwandelt. Als endlich ein Weg durch die Eiswand gebahnt war, die den Zugang seit damals verwehrt hatte, eroberten die Ritter Ischgards es langsam zurück. Unerschrocken betrat die Abenteurerin Falkenhorst, das so lange vom Eis eingeschlossen gewesen war.
ja. Hallöchen. Na, wo willst du uns jetzt hinbringen? Du erstmal. Bevor sonst irgendwas passiert. Ist das jetzt so leer? Wutkeks! Da ist deiner Wutkeks, wie geil. Sich gerade auf der Patrouille, ja. Okay. Aber ich will erstmal mit Redewald sprechen. Sehr gegrüßt, Arturell. Wie ich sehe, hast du jemanden mitgebracht. Mit wem habe ich die Ehre? Hallo und zum Gruß, Redewald. Bei meiner Begleiterin handelt es sich um einen Gast des Hauses Fortin. Eine Abenteurerin namens Aldaria Sampfurt. Sie wird uns in dieser Angelegenheit helfen. Verstehe, verstehe. Willkommen in Falkenhorst. Mein Name ist Redewald vom Hause Zimmerhehl. Mein Freund Drillemont hat mir bereits von dir erzählt. Wir sind auf Befehl der Kurie hier, um dem Haus Zimmerhehl behilflich zu sein. Womit können wir dir dienen? Gut, dann lass es sich klären. Was? Vor der Katastrophe. Achso, dann lass mich erklären. So. Vor der Katastrophe war Falkenhorst nicht mehr als eine kleine Siedlung, in der eine Handvoll Ritter stationiert war. Ein einsames Nest in einer gottverlassenen Eiswüste. Da kam die Katastrophe und brachte noch mehr Eis und Kälte mit sich. Eine gewaltige Eiswand schottete die Region vom übrigen Ischgard ab. Die meisten Bewohner waren eingeschlossen in einem eisigen Kessel. Da kamen die Heretiker, angeführt von dem gnadenlosen Eisherz, übernahmen die Kontrolle über diese vom päpstlichen Einfluss abgeschottete Region und machten sie zu ihrem Revier. So ist es, bis die Kurie entschied, das westliche Hochland zurückzuerobern. Aber die päpstlichen Ritter kommen nur langsam voran. Sie benötigen Stützpunkte wie diese Siedlung, um sich zu formieren und Vorräte anlegen zu können. Deshalb ist es meine Aufgabe, Falkenhorst wieder aufzubauen, zu einem funktionierenden Stützpunkt zu verwandeln. Ihr könnt euch nützlich machen, indem ihr uns dabei hilft, die zerstörten Einrichtungen wieder aufzubauen und den Einfluss der Heretiker einzudämmen. Wenn es weiter nichts ist, es wird dem Haus Fortin eine Ehre sein, das Haus Zimmerhehl bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach ganzen Kräften zu unterstützen. So wie es des Papstes ausdrücklicher Wille ist. Warte mal, ich will einmal ganz kurz. Komme ich an die Decke ran? Nee. Die Decke ist gerade knuddeliger. Die Decke bei der Hitze. Ja, aber mir ist kalt. Selbst der Ventilator ist heute aus. Draußen sind nur 23 Grad. Und hier unten noch weniger. Ach, Dufte. Ich hasse es, warum es alles schwächer ist, was ich habe. Du gehst in der Höhle auch zum Teufel und fragst, ob er die Heizung etwas aufdrehen kann. Ja, genau.
Warum auch nicht? Ist doch kalt in der Hölle. Schön, ey. Wirklich schön. Ah, da ist der Zielort. Stimmt, die Klassenquest will ich heute auch unbedingt noch weitermachen. Die Klassenquest haben wir ja jetzt auch eine ganze Weile vernachlässigt, seit wir in Heaven's Water angekommen sind. Muss unbedingt mal gemacht werden. Wir neue Fähigkeiten haben. Aber erstmal machen wir ein bisschen Hauptquest. Wir wollen ja auch weiterkommen. Mach ich sofort. Mach ich sofort. Meines. Ich will nur einmal ganz kurz zum Ziel und finden. Danach machen wir das mit dem Foto. Da ist der Ziel. So, warte mal. Was haben wir denn? Das habe ich denn lange nicht gezeigt. Ich muss unbedingt mehr Fotos von meinen anderen Tieren machen. Aber. Hier haben wir einmal. Das war ja mal weg. Tada! Und unser Häschen. In seinem Freilaufstall. Wir hatten ihm nämlich jetzt im April, haben wir dem kleinen also einen Hasenstall draußen gebaut. Halt auch mit Dach und alles, damit ne, kein Raubfuhr und so weiter unsere Kleinen wegschnappen kann. Und auch alles mardersicher gemacht. Also der ich nicht mehr. Und der liebt es, draußen zu sein. Und direkt dahinter, wo da noch das ganze Holz und so weiter liegt, da haben wir jetzt ein Beet hingemacht. Plus einen neuen, ja, einen Geräteschuppen quasi. Alles gerade hingebaut. Und der Kleine wird immer zutraulicher. Es gibt tatsächlich, Johannes, es gibt eine Geschichte zu dem Hasen. Der ein oder andere kennt sie, glaube ich, im Chat schon. Uns ist der Hase tatsächlich zugelaufen. Mein Freund war halt kam halt von der Arbeit nach Hause. Ist gerade auf die Autobahn gefahren und der Hase ist ihm halt direkt fürs Auto gelaufen. Ist aber nichts passiert, nicht angefahren oder sonstiges. Lag dann halt in Schockstarre halt auf der Straße. Er hat ihn dann halt mit eingepackt. Beifahrersitz gepackt. Natürlich nachgeguckt, ob alles in Ordnung ist, ob da nicht irgendwie irgendwelche anderen Verletzungen sind. Wir kamen dann damit nach Hause. So, die Katzen waren nicht gerade begeistert. Und ja. Dann haben wir natürlich geguckt, gehört das Tier jemandem oder sucht, wird es vermisst. Aber weder noch. Hat sich auch keiner drauf gemeldet, außer welche, die dann halt meinen, so, ja, wenn ihr ihn nicht wollt, dann nehmen wir ihn. Aber wollten den Kleinen natürlich schon behalten. Und das war wahrscheinlich für irgendein Kind so zum Nikolaus, weil es war eine Woche nach Nikolaus letztes Jahr. Und ja, da wird wahrscheinlich irgendein Kind unbedingt einen Kanickel haben wollen. Und ja, dann war es wohl doch nicht so toll, dann war das Kanickel wahrscheinlich doch scheiße und ja, dann ausgesetzt und ne. Ja, also das ist die Geschichte zu dem kleinen Schnuggelchen da, der einfach ausgesetzt wurde. Im Winter. Auf einer Autobahn. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen Tiere aussetzen.
Dann soll man das hier lieber wieder zurückgeben. Anstatt das Tier in Gefahr bringen. Oder sich einfach gar kein Tier anschaffen. Wenn es einem zu viel ist. Weil der Hase war auch noch kein ganzes Jahr alt, glaube ich. Deswegen Gotha. Also, ne? Mit nach Hause genommen haben. Der ist noch blutjung, der Kleine. Und auch ein reines Hauskaninchen. Also. Kein irgendwie wild zugelaufenes, sondern wirklich. Ich wollte nicht auch einen Weihnachtsbraten. Das Kind hat das heimlich gefreut, damit es nicht auf den Teller kommt. Das könnte auch möglich sein, auch wenn es etwas sehr verstörend ist. Aber wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich mag da trotzdem nicht dran denken. Dann soll man die Tiere nicht aussetzen. Oder ne, soll man sich tot dann holen, wenn man was essen will. Nee. Das schließt sich mir nicht, wieso man einem Tier sowas antun kann. Das ist so. Nein. Hoppala. Wie komme ich jetzt noch da hinten? Der ist richtig witzig, wisst ihr das? Ich kann hier noch nicht fliegen, Leute. Ich weiß auch noch nicht, wo ich hin muss. Ah, ich komme da runter. Das ist gut. Ja. Oh Gott. Ein Glotzauge. Ah, ja. Ich verstehe. Hörchen. Tomo. Tomo. Und die sollen Glotzaugen töten. Natürlich. Das letzte Glotzauge. Aber in diese Richtung. Unser kleiner Karfunkel leuchtet uns den Weg. Ein Schneebock. Und wir müssen da hoch. Thank you.
renn hier hin, renn da rein. Das bedeutet, wir fliegen. Laut Hybrid dauert das ja gar nicht mehr so lange. Wenn er mich nicht doppelt verbettert. Letzte Woche. Okay, wann war das? Sonntag. Ja, letzte Woche. Da. Der Schokomoppel. Ich habe nur das Gefühl, dass man mit dem Schokomoppel null vorankommt, ey. So ein Muppel, ey. Hallo, Redewald. Was ich aber einmal machen will. Wieder nach der ganz hinten, ey. Zeit, dass man fliegen kann. Massenkampf da hinten. Wie war Spannung in the face? So ein Jahrhundertmarsch. Das Reit hier ist cool.
Da finde ich aber wirklich ein Reiz hier. Was du denn? So, wo jetzt sind wir zu weit unten. Sie wieder. Die Truhe haben wir doch schon mehrmals gesehen. Wachsoldat.